Servus zusammen und recht herzlich willkommen hier mitten im Gefecht. Ihr seht es, wir sind wieder mal in The Division 2 und spielen die Fahndung der Anwerber. Und die Jungs hier kämpfen gegen die Geschütze da oben, aber wir bleiben hier mal ein bisschen in Deckung, weil das ist nicht unser Job. Ranger soll Jack Arnold retten und wir wissen mittlerweile, wo sie sich versteckt hält. Also, da schauen wir dann gleich mal rein und zwar in die Map und wir müssen zu Capitol Hill. So, wir schauen mal Kopfgeldeinsätze. Und das ist dann irgendwo hier drüben natürlich das Kapitol. So, dann klicken wir das mal an. Und hier ist Jack Arnold Retten. Und hier sind die zwei Kollegen, die das zu verhindern wissen. Oder zumindest mal versuchen werden. Wir aktivieren den Kopfgeldeinsatz. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ziel des Kopfgeldeinsatzes, Ziel erfasst. Also, da müssen wir hin. Wir bestätigen. Und dann würde ich doch sagen, machen wir eine Schnellreise hier zu diesem Kontrollpunkt. Und dann sehen wir mal, wie es hier weitergeht. In The Division 2 und die Fahndung. So, Udele, ein bisschen auffüllen hier. Wo müssen wir hin? Wir müssen, glaube ich, in diese Richtung. Das Kapitol ist ja fast nicht zu übersehen. Gut, dann wollen wir mal. Wo ist denn das Tor? Außenrum oder mittig? Ich glaube mittig. Da geht's raus. Okay, die Patrouille. Servus, Buben. Und Mädels. Oh, da kommt noch mehr. Ah ja. Ja, wem sagst du das? Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. So. 300 Meter noch. Dann schauen wir mal, dass wir auch rechtzeitig hinkommen und dass uns hier nichts aufhält. Aber ich habe das Gefühl, da wird es gleich da auf der rechten Seite wieder ein bisschen knallen. Aber wir schauen, dass wir zügigst zum Kapitol kommen. So, vor uns tut sich bereits was. Da drüben, seht ihr das? Ach, okay. Ja, ich glaube, dieses Missverständnis konnten wir sehr schnell aus der Welt räumen. Oha. Feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. So, die zwei Granatchen, die machen wir gerade wieder gut. Ah, jetzt müssen wir hier noch an dem Flieger vorbei. Ja, da würde ich aber gerne mal drumherum, weil wir wollen uns ja, wie gesagt, hauptsächlich wirklich erstmal um die Fahndung als solches kümmern. Aha. Die lassen wir jetzt auch erstmal kurz in Ruhe. So. Aber ist eigentlich egal, wo wir hinlaufen. Wir haben jetzt überall ein bisschen Stress. Irgendwas ist da. Ach, das passt mir immer nie. Aber seit die Outcasts sie entführt haben, hat sie sich wieder berauscht. Oh ja, da müssen wir bisschen andere Richtung. So, aber es sieht so aus, als hätten wir bereits das Ziel erreicht und somit läuft uns jetzt nicht mehr die Zeit davon. Ach, da kommt auch wieder einer angeschlappt. Okay. So, ein bisschen nach vorne. Dann holen wir mal die. Ne, die sind ja von uns, oder? Oder wie sehe ich das? Ja, die sind von uns. Dann werden wir die mal ein bisschen unterstützen. Mal schauen, wie wir uns da am besten ranrobben an Capitol Hill. Ah, ja, da oben brennt es. Das gefällt mir gar nicht. Ach, da oben sind auch welche. Ah, ist ja furchtbar. Huch, huch, huch.
So, da kommen sie. Oh ja, der hier ist. Dann werden wir jetzt hier Feuerunterstützung brauchen. Dann werden wir jetzt mal hier ein bisschen Feuerunterstützung brauchen. Ja, wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen, habe ich so den Eindruck. Das ist alles hier wieder ein bisschen viel. Freunde, habt ihr denn sonst nichts zu tun am Wochenende? Oh, da haben wir wieder einen mit... Oh, Scharfschütze, gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. So. Wir kommen hier einfach noch nicht rein. Es ist wie ein Nest hier. So, jetzt habe ich gedacht, wir nehmen den Seiteneingang, aber der scheint auch ein bisschen überfüllt zu sein. So, danke. Oh, was ist da? Da ist nichts. Kriegen wir da noch einen in die Linse, ins Visier. Ja, die, gut. So, jetzt aber hier mal ein bisschen einpacken und mal vorwärts gehen. So, wie ungedeckt. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. So, jetzt versuchen wir mal hier den Durchbruch. Sie müssen sterben. So, so. Das sind aber ganz schön harte Worte. Okay. Da geht's jetzt rein. Hat sich nichts geändert, ne? Ist immer noch das Gleiche. Okay. Dann wollen wir mal schauen, dass wir den Corporal und vor allen Dingen Heidi erwischen. Heidi Bullseye Weber. Ach du Schande. Okay. Ich wollte das irgendwie ein bisschen geschickter machen, aber nein. So, da kommt die Kavallerie bzw. die Verstärkung. Reinforcement. Das kann ja eiter werden. Dr. Sauerbruch bei der Betrachtung einer Kniekehlenverletzung. So, kommst du raus? Kommst du raus? Danke. Mach es mir doch nicht so schwer. Okay, soweit sind wir hier durch. Dann werden wir mal zur nächsten Stelle gehen. Hier ein bisschen aufsammeln. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Aber ich glaube, da haben wir nicht so viel Deckung, ne? Da haben wir nur dieses eine Teilchen hier. Ja. Da drüben haben wir nirgends Deckung. Ich glaube, da kommen wir, da bleibt... Ja, okay. Das war, glaube ich, da waren zwei Raketen vergeudet. So. Es ist noch was da. Es ist noch einer. Da oben kommen sie raus. Okay. Ruhe vor dem Sturm. So.
Okay. Ah ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, die schickt die Dröhnchen. Ah. Jetzt muss der da rummachen. Unten bleiben. So, Dauerfeuer, mein Freund. Dauerfeuer. Da kommen noch mehr. Immer auf die Schnauze. Okay, er ist... oh, hat der sich... Der hatte doch fast nichts mehr. Okay. Na also, jetzt aber. So, das nimmt kein Ende. Nur die Wurst hat zwei. So, wo sind wir? Da kommt noch einer. Der will bestimmt ans MG. So, das war's, Freunde. Also, nächste Welle. Die guten Raketen mitnehmen. Unsere Ouvertüre sozusagen. Ja, da unten liegt auch noch was. Was haben wir da? Moon, gell? Ja, wer das Patrönchen nicht ehrt, ist des Gefechtes nicht wert. Nein. So, jetzt müssen wir da oben irgendwie reinkommen. Erstmal hier wieder aufmunitionieren. Da stehen die Jungs. Okay. Kleines Willkommensgeschenk von mir zur Ablenkung. So, ah ja, wusste ich's doch. So, ich hoffe, unser Geschütz hält uns die rechte Seite frei. Ja, okay, da kommt wieder Zeug angeflogen. So, da oben, wo sind sie denn? Da oben, ist da oben jemand? Oder sind wir schon wieder durch? Nein, da oben müssen noch welche. Da kommen sie, okay. Ah ja. Und haben immer noch nicht genug. Ja, dann passen wir auf den hier auf. So, irgendwas will von rechts kommen. Dann passen wir wieder auf, was von der linken Flanke sich hier tut. Ja, da kommt noch mehr Verstärkung. Oh ja, da wirft wieder einer böse, böse Granaten. Das gefällt mir nicht so. Ja, wer wurde hier getroffen? Selber schuld. Ach, da oben ist auch wieder einer. Mal schauen, ob wir den mit der Granate rausholen. Ah, leider nicht. Da hat er sich früh genug wieder geduckt. Ist das hier ein Kaffeeautomat oder was? Hä? Okay, dann mal los. Dann heißt es vorrücken, mein Freund. Vorrücken. Ah.
Langsam vorrücken. Und Deckung zu Deckung. So, aber jetzt kommt wieder von da oben was raus, oder? Okay. Die müssen da von da oben runterspringen. Das heißt, wir werden das Geschütz hier platzieren. Das kommt gut, glaube ich. Sehr schön. Also, auf geht's, Freunde. Letzte Runde hoffentlich. So, sind da welche durchgebrochen? Nein, eigentlich nicht. Ah, endlich sind wir durch. Gibt's was aufzusammeln? Da unten gibt's was aufzusammeln. Immer mitnehmen, wenn es Raketen sind. So, und jetzt müssen wir gleich rein und das wird dann wieder richtig spannend und lustig. Gut. Tja, aber wenn wir da jetzt reingehen, dann würde ich doch gerade mal sagen, Freunde, lassen wir es an der Stelle gut sein. Das war's dann wieder. Wir sind zu Capitol Hill gekommen und wir werden in der nächsten Folge, denke ich, durch Capitol Hill durchkämpfen, uns durchkämpfen müssen und dann Jack Arnold befreien. Die beiden hier, Corporal Jankovic und Heidi Bullseye Weber, warten auf uns. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich sage danke, 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 danke und tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal bei The Division, die Fahndung der Anwerber.